Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde der Nacht. Ich bin Vedexus und heute geht es um ein Thema, was, denke ich, für sehr viele relevant ist. Und zwar, wie fange ich an zu filmen, wenn ich keine Kohle habe? Tipp Nummer 1, wer hätte es gedacht, ist die Kamera. Oh nein, die Kamera! Bei der Kamera ist es natürlich ein bisschen speziell, weil, ich gebe es zu, ich habe nur diese eine. Ich filme mit der Nikon D5300 und ich muss sagen, ich bin soweit relativ zufrieden. Bis auf den Autofokus. Hands down, Nikon. Tut was an eurem verkackten Autofokus. Aber was soll's, ich filme deswegen alles manuell. Ich finde es auch gar nicht so schlimm. Da komme ich wenigstens ein bisschen besser rein in die ganze Materie. Lerne die Kamera ein bisschen besser zu bedienen. Insofern für mich alles voll okay. Falls ihr darauf keinen Bock habt, dann schaut besser mal bei Canon oder Sony nach. Die haben nämlich ein ganz gutes Dual-Pixel-Hybrid-Autofokus-System, wo die Pixel so nachgeführt werden und das alles so ein bisschen smoother geht und auf jeden Fall deutlich besser als bei Nikon. Für Einsteiger, denke ich, kann man da ganz gut gucken bei der Canon 700D. Die ist ähnlich aufgestellt wie hier meine Nikon D5300, liegt auch so um die 500 Euro, ist eine Einsteiger-DSLR. Kann auch in Full HD filmen, auch mit bis zu 60 Frames die Sekunde. Das heißt, ihr könnt dann auch schon so ein bisschen Slow-Mo mit reinbringen. Auf der Sony-Seite müsste man mal gucken nach der Sony A6000. Die dürfte auch ungefähr in dem Price-Range liegen. Sony ist halt immer ein bisschen teurer, aber die müsste eigentlich auch ganz solide sein. Wenn ihr nicht unbedingt zwangsläufig die Linsen wechseln wollt, um verschiedene Looks zu erzeugen mit verschiedenen Objektiven, dann könnt ihr euch auch mal nach einfach einer Systemkamera umschauen. Von Canon gibt es eine ganz gute, die PowerShot G7X Mark II. Die kostet auch so um die 500 Euro. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, guckt vielleicht auch mal ein paar Reviews dazu. Ich hau euch die Links zu den Kameras auf jeden Fall mal unten in die Beschreibung rein und dann könnt ihr einfach weiter recherchieren. Kommen wir zu Punkt 2 und ich denke, das ist somit der wichtigste Punkt. Schaut, dass ihr relativ von Anfang an in ein gutes Objektiv investiert. Ich kann da auf jeden Fall empfehlen, schaut euch nach einer Festbrennweite um. Festbrennweiten haben nur eine Brennweite, das heißt, ihr könnt da nicht zoomen wie mit so einem Standardzoom. Dafür sind die meistens schärfer als normale Objektive und sie sind vor allem besonders lichtstark. Sie lassen es zu, dass die Blende sehr weit aufgemacht wird. Die haben dann Blendenwerte von zum Beispiel 1,8. Ich glaube, das normale Kit-Objektiv hat 3,5. Da kommt deutlich mehr Licht rein. Das heißt, die Blende geht viel weiter auf, es kommt mehr Licht rein und dadurch kann man mit den Objektiven, auch wenn es schon relativ dunkel ist, trotzdem noch ganz gut filmen, ohne dass man jetzt den ISO so weit hochdrehen muss. Womit ich total in love bin, ist mein Nikon 35mm. Das ist einfach irgendwie so schön vom Look. Hat ein schönes Bokeh und es kostet, ich glaube, so um die 200 Euro. Ich weiß, es ist nicht ganz günstig, aber es ist das Objektiv. Und da muss man leider auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und für ein Objektiv sind 200 Euro leider doch noch ganz günstig. Wenn ihr aber Canon-User seid, dann gibt es das Nifty 50. Ich glaube, das kostet um die 100 Euro. Das ist komplett aus Plastik. Ist 50mm Festbrennweite, auch mit einer 1,8er Blende und das Teil ist wirklich geil. Auch für Fotografie super zu verwenden, super preisgünstig, irgendwie auch super robust. Von Yongnuo gibt es auch noch eine Alternative, habe ich bisher nur in Videos gesehen, ist relativ okay bewertet, sage ich mal. Für den Preis kostet, glaube ich, um die 50 Euro. Ich meine, ein Objektiv für 50 Euro, what? Wie dem auch sei, schaut da mal nach. Da haue ich euch auch die Links unten in die Videobeschreibung rein. Festbrennweite auf jeden Fall mein Nummer 1 Tipp, weil damit könnt ihr einfach schön crispe Sachen filmen. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar das Licht. Wenn ihr draußen filmt, ist das Licht natürlich da. Da solltet ihr am besten drauf gucken, dass es irgendwie weiches Licht ist, dass ihr nicht zur krassen Mittagszeit irgendwo filmt, weil dann die Schatten wirklich richtig scheiße sind und ihr dann auch noch Filter einsetzen müsst, damit ihr ein schönes Bokeh hinkriegt und sowas. Guckt am besten, dass ihr irgendwie in Richtung Nachmittag oder morgens filmt. Da sind die Schatten deutlich schöner, die Farben kommen viel schöner raus. Und das Licht ist einfach schöner. Wenn ihr drinnen filmen wollt, so wie ich jetzt, wenn ihr zum Beispiel ein YouTube-Video aufnehmen wollt, da reicht es nicht, dass ihr einfach unter eurer Funzel im Wohnzimmer sitzt und euch da ein bisschen bescheinen lasst, wenn man euer Gesicht nicht richtig sehen kann oder da zu große Schatten sind oder so. Das sieht meistens nicht so gut aus. Da gibt es aber eine ganz einfache Abhilfe und zwar so schöne Softboxen, wie ich die hier zum Beispiel benutze. Ich habe zwei Stück, eine von vorne und eine hier hinten. Die hier hat noch so einen Diffusor vorne drauf, die hier habe ich einfach ohne Diffusor gelassen, damit das Licht ein bisschen härter ist, damit man die schönere Lichtkante hat.
Die sind auf jeden Fall überhaupt nicht teuer. Die gibt es, glaube ich, bei Amazon für um die 25 Euro pro Stück. Also 50 Euro, zwei Lampen, auf jeden Fall ein Invest wert. Wenn ihr nur 25 Euro habt, reicht auch eine. Also wir haben die Kamera, wir haben das Objektiv und wir haben uns ums Licht gekümmert. Das nächste, was kommt, ist das Thema Sound. Ganz, ganz wichtiges Thema, weil auch ein gutes Video ist mit schlechtem Sound einfach schlecht. Also ich gucke lieber ein schlechtes Video, wo der Ton gut ist, als ein gutes Video, wo ich einen verrauschten oder metallischen oder verzerrten Ton drin habe. Das macht keinen Spaß zu gucken. Da können die Bilder und der Inhalt noch so gut sein. Es macht keinen Spaß zu gucken und ich klicke es weg. Wenn der Ton solide ist und passt, okay, ich bin dabei. Beim Sound gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr benutzt ein externes Mikrofon wie das Rode VideoMic oder das Rode VideoMic Pro, steckt das oben auf die Kamera und stöppelt es in die Kamera mit ein. Da müsst ihr natürlich gucken, ob eure Kamera einen externen Mikrofoneingang hat. Die Nikon D5300 hat einen. Ich glaube, die Canon 700D hat auch einen. Die Canon PowerShot zum Beispiel hat keinen. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Ansonsten könnt ihr alternativsweise einen externen Aufnahmerekorder verwenden, wie es zum Beispiel ich gerade benutze. Ein Testcam DR05 oder ein Zoom H1, da gibt es verschiedene. Die sind aber relativ günstig noch. Ich packe euch die Links wie immer unten in die Beschreibung rein. Ich glaube, so ein Rode VideoMic liegt bei um die 80 Euro. Ein Rode VideoMic Pro liegt bei um die 150 Euro. Das ist dann schon wieder ein bisschen teurer. Ich arbeite oft auch mit dem Rode VideoMic, habe da aber die Probleme, dass ich den Pegel in der Kamera hochdrehen muss. Da muss ich nachträglich wieder Rauschen entfernen. Das wäre mit einem Rode VideoMic Pro anders, weil ich da den Eingangspegel schon direkt höher schalten kann. Aktuell nehme ich aber, wie gesagt, mit einem Testcam DR05 auf. Das ist ein externer Audio-Recorder. Nimmt, finde ich, den Klang schön auf, macht einen ganz guten Sound, liegt ungefähr auch bei 80 Euro. Und ich kann damit eben nicht nur Sprache aufnehmen, sondern auch super gut eben auch Geräusche oder sowas aufnehmen. Wenn ich mal im Wald unterwegs bin oder so, kann ich direkt mal Soundeffekte mit aufnehmen. Das finde ich super praktisch. Man kann hier theoretisch auch ein Lavalier-Mic anschließen. Das heißt, wenn ihr draußen in der Natur unterwegs seid, was filmen wollt und ihr ein bisschen weiter weg seid, dann könnt ihr den Kameraton ohnehin vergessen. Auch mit einem Richtmikrofon oben drauf klingt das immer scheiße. Dann braucht ihr eigentlich ein Lavalier-Mikrofon und da ist das super praktisch. Der Nachteil ist halt, wenn ihr ein Mikrofon oben auf der Kamera drauf habt, ist es eigentlich immer sofort einsatzbereit und es nimmt sofort den Ton auf. Wenn ihr so einen externen Audio-Recorder habt, müsst ihr den natürlich immer erst auch noch einschalten oder euch verkabeln mit dem Lavalier-Mikrofon und so weiter. Ist ein bisschen mehr Aufwand, ist letztendlich dann auch Geschmacksfrage und was ihr so filmen wollt. Kommen wir zum nächsten Thema und das finde ich ist auch ein essentielles Thema, das Thema Akkus. Die sind zwar nur klein und werden oft übersehen, aber die sind extrem wichtig. Und das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Beim Fotografieren hält so ein Akku echt ganz gut durch. Also ich muss sagen, hier, ich bin mit den Akkus hier für die Nikon super zufrieden. Die halten super durch, auch wenn ich eine große Veranstaltung fotografieren muss. Da muss ich vielleicht meinen Akku wechseln, aber mit dem zweiten komme ich super weit. Wenn ich filme, sieht das ganz, ganz anders aus. Also ich hatte schon irgendwie Trips, wo ich, weiß nicht, da war ich halt mal einen Tag unterwegs und habe gefilmt. Ich habe extrem viel gefilmt. Und da ballerst du halt auch mal schnell mal drei Akkus durch. Ja, wenn du zwischenzeitlich noch Fotos machen willst oder du machst dann eine Sunrise-Mission und bist am Tag vorher schon da, bum, 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 und dann sind schnell mal drei, vier Akkus durchgeballert. Deswegen auf jeden Fall zusätzliche Akkus zulegen. Die sind auch nicht so teuer. Bei mir kosten, glaube ich, zwei Akkus 25 Euro. Das dürfte bei den anderen Herstellern vermutlich ähnlich sein. Was ich gehört habe, ist, dass Sony vor allem auch ein krasses Problem mit den Akkus hat. Die müssen wohl auch richtig Saft ziehen, gerade auch bei höheren Auflösungen und so. Deswegen macht euch da ein bisschen schlau und habt lieber zwei Akkus zu viel dabei als zu wenig, weil am Ende guckt ihr sonst in die Röhre und wenn man filmen will und dann kein Material mehr filmen kann und dann am Ende nichts zum Schneiden hat, ist das doof. Apropos Schneiden, da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Schnittprogramm. Es gibt natürlich die bekannten Schnittprogramme wie Final Cut und Premiere, kosten natürlich auch Kohle und das nicht zu knapp. Also ich glaube, Premiere CC liegt gerade im Abo, wenn du es als Einzelprodukt buchst, bei 35 Euro im Monat oder du nimmst halt gleich die ganze Creative Cloud für 60 Euro im Monat.
Puh, ich sag mal, das ist eine Hausnummer. Ich glaube, wenn du Premiere im Jahresabo buchst, dann liegst du bei 25 Euro. Finde ich immer noch eine ganz schön große Hausnummer. Deswegen schneide ich persönlich nicht mit Premiere, weil es mir einfach zu teuer ist, sondern ich mache eigentlich alles gerade in DaVinci Resolve. Bin soweit sehr zufrieden. Für alle grundlegenden Sachen ist es super gut geeignet. Man kann super gute Sachen damit machen. Man muss sich ein bisschen einarbeiten, aber es ist eine super mächtige Software und es ist auch eine super Software fürs Color Grading. Auch wenn man sich da ziemlich reinfuchsen muss, weil alles ziemlich komplex ist. So. Ich denke, da ist Lumetri zum Beispiel in Adobe Premiere wahrscheinlich ein bisschen intuitiver, wenn man auch mit Lightroom arbeitet. Aber trotzdem, mit DaVinci kann man alles machen in der Basisversion, was wichtig ist. Und es kostet euch keinen einzigen Euro. Alternativ gibt es auch noch HitFilm 4 Express, glaube ich. Ist auch umsonst. Habe ich nicht wirklich mitgearbeitet, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Ich hau euch die Links trotzdem nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Kommen wir zum letzten Tipp und das ist meines Erachtens so ein kleiner Hidden Champion, was das Thema Filmzubehör angeht. Und zwar der Yobi GorillaPod. Ich weiß nicht genau, ob es das auch von einem anderen Hersteller gibt. Ich kenne es persönlich nur von Yobi, aber ich finde es super intelligent und praktisch. Und das sind diese kleinen Stative, die man so einfach super flexibel verbiegen kann und überall dran pinnen kann. Ihr könnt ja zum Beispiel mal gucken in meinem ersten Video, was auch mein Kanaltrailer ist. Da bin ich auf so einem Güterbahnhof und latsch da so rum und da habe ich das einfach irgendwie an die Züge gepinnt. Also die Kamera irgendwie an die Züge gepinnt mit diesem Stativ und es hat super gehalten. Man kann dadurch super coole Blickwinkel erschließen und wofür ich es natürlich auch super gern benutze, und das ist eigentlich mein Haupttipp, wenn ihr zum Beispiel irgendwas vloggen wollt oder euch filmen wollt, wie ihr durch die Stadt rennt oder was weiß ich, packt die Kamera einfach auf den Yobi-Pod drauf und haltet den damit in der Hand und ihr habt schon gleich viel, viel weniger Wackeln in der Kamera, als wenn ihr die Kamera einfach so in der Hand halten würdet. Das ist wirklich erstaunlich und es macht so einen immens großen Unterschied. Filmt bloß nicht so aus der Hand raus. Allein diese eine Verlängerung von der Kamera bewirkt schon, dass ihr nicht eure komplette Muskelzitterei auf die Kamera übertragt. Und wenn man dann das Material auch noch so ein bisschen stabilisiert, zum Beispiel über den Warp Stabilizer von Premiere oder eben mit dem Stabilizer in DaVinci Resolve, dann sieht das eigentlich schon sehr, sehr passabel aus. Deswegen auf jeden Fall den Yobi auschecken, der ist super. Egal, ob es jetzt um Filmen oder Fotografieren geht, so ein Teil braucht man einfach immer, habe ich das Gefühl. Mein Number One Gadget liegt, glaube ich, auch so bei um die 30, 40 Euro. Auf jeden Fall mal auschecken. So, meine Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges an Informationen vergessen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne mal unten in die Kommentare rein. Gebt dem Like-Button mal schön ein auf den Schädel drauf, ja. Falls euch das Video gefallen hat. Und lasst gern auch ein Abo da. Und falls ihr jetzt noch Themen für mich habt, die ich auch nochmal in einem Video besprechen soll, schreibt die gern auch nochmal unten in die Kommentare. Ich bin super happy, wenn da Themen von euch kommen, weil ich bin ja sowieso immer so im Kopf und wahnsinnig und weiß dann nie genau, was ich machen soll. Und dann habe ich was Konkreteres und dann kann ich da auch konkreter drauf hinarbeiten. Deswegen nochmal danke an dich, Sebi, dass du das Thema vorgeschlagen hast bei Instagram. Hat mir sehr geholfen, hat mir super Spaß gemacht, das Video zu drehen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und jo, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns, macht's gut, bye bye und schönen guten Abend.